Wir hatten ja heute die dritte Verhandlung im Hilton am 10. Juni. Wir haben eine total tolle Veranstaltung gehabt mit Jugendlichen vor dem Verhandlungsbeginn. Das hat mich wirklich begeistert. Es gab natürlich verschiedenste Reden. Wir haben hier viel Stimmung gemacht. Wir hatten ein kleines Bobbycar-Rennen, was auch sehr lustig war. Die Stimmung war zwar gut, aber in der Verhandlung ist leider nicht das rausgekommen, was wir wollten. Der Arbeitgeber hat sich stundenlang geziert und nachgedacht, bis er uns denn dann mal endlich ein Angebot vorgelegt hat, was aber nicht passend ist, 4,7% für 21 Monate. Da sind die Kollegen überhaupt nicht mit einverstanden. Wir haben unter Volllast, unter Corona-Zeiten, unter Volllast gearbeitet. Und dementsprechend ist die Erwartung bei den Kollegen sehr hoch. Wir wollen eine kräftige Tabellenerhöhung. Das ist unser Ziel. Das Gute ist, die Arbeitgeber haben verstanden, dass wir Prozente brauchen. Das haben sie angeboten. Aber das Paket reicht noch nicht. Vorne zu niedrig, hinten zu hoch. Es muss genau umgedreht werden. Ja, wie geht's jetzt weiter? Jetzt machen wir am Montag nochmal Bambule. Wir haben gerade in der Tarifkommission die nächste Warnstreikwelle beschlossen. Das heißt, Montag müssen wir jetzt noch einen drauflegen. Wir sind ganz klar nicht zufrieden damit. Unsere Jugend ist total sauer darauf, dass immer noch nicht über sie auch gesprochen wird. Und deswegen, Montag geht's nochmal los, Montag geht's raus in den Betrieben und dann machen wir nochmal richtig Feuer. Die Kollegen sind bereit, die sind auf 180 und es wird Zeit, dass sie den Lohn bekommen, den sie auch verdienen.